zeige euch, wie man eine Litschi gut schälen kann. Mit den Fingern abfummeln war immer ein bisschen aufwendig. Jetzt habe ich gemerkt, man kann da reingehen mit einem spitzen Messer. Einmal außen rum, bis man unten wieder ankommt. Und dann einfach die beiden Seiten auseinanderziehen. Und schon hat man die Litschi.